Wie erkennt man eine Fichte? Fichten sind Bäume mit nadelförmigen Blättern, die ganzjährig am Trieb dranbleiben, also nicht im Winter abfallen, ganz genauso wie zum Beispiel die Tanne oder die Kiefer. Schauen wir uns die Nadeln etwas genauer an, dann sehen wir, dass sie auf einem sogenannten Nadelkissen sitzen. Außerdem sind sie dunkelgrün gefärbt und laufen spitz zu. Daher kommt auch die Eselsbrücke: Fichte sticht, Tanne nicht. Und damit hätten wir auch direkt schon ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen der Tanne und der Fichte. Fichten können bis zu 60 Meter hoch werden und 600 Jahre alt. Aber es gibt auch durchaus immer wieder mal Exemplare, die sehr, sehr viel älter werden. Ich habe beispielsweise letztes Jahr eine Fichte in Schweden besucht, die fast 10.000 Jahre alt sein soll. Zumindest ihr Wurzelwerk. Ungefähr ein Viertel der Wälder in Deutschland sind mit Fichten bedeckt. Das hat sich in den letzten Jahren ein klein wenig geändert, aber zum größten Teil beruhen diese Wälder auf Anpflanzungen von uns Menschen. Ich stehe hier gerade auf etwa 800 Metern über dem Meeresspiegel und damit einem der wenigen Standorte in Deutschland, wo die Fichte natürlicherweise vorkommt. In Deutschland kommt sie natürlicherweise nur in den Höhenlagen der Mittelgebirge und den Alpen vor. Sie ist nämlich eine Baumart des borealen Nadelwaldes, auch genannt Taiga, und damit sehr tolerant gegenüber kalten Temperaturen und Frost. Außerdem braucht sie nur sehr wenig Nährstoffe. Insgesamt also eine richtige Überlebenskünstlerbaumart. Womit sie allerdings nicht so gut zurechtkommt, das sind hohe Temperaturen und Wassermangel. Genau das, was in den letzten Jahren bei uns leider vermehrt vorgekommen ist.